Wunderschönen guten Hallo. Jo. Oh, boah, der Beat ist alt. Ach du Scheiße. Ui. Wer ist denn ein Sample nochmal? Ui, Memo. Hallo, Tag Zamukulu. Was geht? Herzlich willkommen zum schlafenden Sonntag. Und Last Palme, danke für den Resub im 18. Monat. Und Hau drauf, wie danke für den Prime 23. Und Smitty, danke für den Prime 7. Es geht. Wer schreibt mich an? Opa Willi. Gerade abgeschmiert. Er ist aber auch schon wieder da. Mal gucken, wann es weitergeht. Ja, und der Server ist halt down. Was soll denn das? Peanut gibt jeder Geiselnehmer freiwillig zurück. Die können mich gar nicht einpacken. So ein großes Auto haben die gar nicht. Hi. Hi. Smitty, danke für den Prime 7. Unsere Ketol, danke schön für den Prime 2. Wie geht's? Was machen Sachen? Was ist das für Kacklied, Mann? Der Beat ist so gut, Alter. 6 Sätzen, hau rein. Au, guter Beat. Sollen das hier? Mir geht's gut, Nick. Ich hoffe dir auch. Einen wunderschönen guten. Was machen? Alle am Schlafen hier. Ab sofort komme ich 21 Uhr erst. Kann nicht wahr sein. Ich werde das Lied ist voll kacke, Alter. Ah, geht. Huklu! Alles tipptopp, das freut mich. Nix schlafen, Pizza machen. Heute Abend gibt's Pizza. 21 Uhr ist Unfollow. Hallo, was so eh nie da, Lucky. Weißt du, irgendwann kommst du wieder ins RP und dann erzählen wir dir, yo, wir wohnen da zur Miete und dies und das und Ananas. Und dann sagst du, boah, geil, und dann bist du wieder 5 Wochen nicht da. Stich in mein Herz, Alter. Ehrlich. Bist du eingeschlafen gestern? Ja, sofort, wie ein Stein. Nee, ich bin... Haben wir Stream ausgemacht, kurz vor 12, ne? Ich glaube, so kurz vor 1 bin ich eingeschlafen. Dann bis heute Morgen. Eigentlich wollte ich nochmal Mittagsschlaf machen, weil ich war Mittag wieder müde. Aber ich konnte nicht, zum Glück. Aber ich bin fit. Ich hoffe, ihr auch. Hab schon Blumen gegossen, bin total fertig. Was geht ab, Kerem Salam? Oh, Lied ist gut. Ich habe heute Sucuk mit Ei gegessen. Und ihr nicht? Hallo, Andi. Weil nur ich darf das essen. Hallo, Kurt, das ist super gemacht mit den Videosongs in YouTube. Sind einfach die besten. Den Videosongs, Ranger? Welchen Videosongs meinst du? Videosongs. Mein Schlaf war gut, Schattenwolf. Der war gut. Ich hoffe, deiner auch. Was könnten denn Videosongs sein? Hallo, ich Manuel Neuer. 20:40 Uhr ist das Essen. Wegen Ramadan, ne? Da Vinci hat die Freestyles. Ach so, das meinst du. Okay, ja, ja. Da Vinci, ja, ja, der hat die separat hochgeladen. Aber was ich gestern schon gesagt habe, Da Vinci wird bis nächsten Monat Pause machen. Das heißt, es werden keine YouTube-Videos kommen. Außer die VODs halt. Weil Alpha die noch hochlädt. Noch. Zit, lass da auch mal in Ruhe, sonst hau ich dich auf den Finger, Junge. Das sag ich dich. Ja, heute ist irgendwie Sonntag, ne? Merkt man immer wieder in den Knochen. Ich hab gut geschlafen, mir geht's gut. Ich hab auch Bock auf RP. Bin gespannt, ob heute was geht. Und wenn ja, was das ist. Wir müssen auf jeden Fall den Rasenmäher holen. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag. Ich mach mir eigene Best-ofs fertig, passt schon. Ja, komm nach und nach. Twitch hat ja auch noch Videos. Ja, bei Twitch, ja, ja. Passt. Aber auf DaVinci müssen wir erstmal leider verzichten. Egal. Umso mehr Spaß für die Leute, die live so gucken. Weil VOD ist ja auch an manchen Stellen ab und zu mal einfach gemutet. Bald mit Monte RP spielen. Aber ich glaube nicht, dass Monte, ich habe das auch mitbekommen, ich glaube aber nicht, dass der auf Unity kommen wird. Ich glaube von nix. Obwohl die, ja doch.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wo der spielen geht. Weiß ich nicht. Sektor? Sektor ist schon hardcore, ne? Schattenwurf, doch, das gibt da jetzt wieder diese Dings. Hallo Kuba. Der hat letztes Mal irgendwie in seinem Stream gesagt, dass er RP spielen will. Und sich mit irgendeinem Server-Owner unterhält oder so. Hallo Zack. Ich sehe ihn eigentlich nur für Unity oder GVMP. Der wollte ja damals schon zu GTA Live-Zeiten. Erinnert euch noch an. Boah, fuck. An Hornisse. Wie hieß denn der nochmal auf GTA Live, sein Charakter? Ich hab den Horny genannt, aber wie hieß der? Zack, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Quitschis, halt die Klappe, Mann. Da hat Stay nämlich das rausgeredet. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass er damals, weil er ist ja mit Horny sehr gut befreundet im Real Life. Und zu GTA Live-Zeiten, wo das alles angefangen hat, hat er das GTA Live-RP gesehen. Und der wollte da auch spielen kommen. Der wollte sogar zu Grove kommen und nur Fahrräder klauen und so. Aber das hat sich nie ergeben. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der Spaß hat im RP. So, nicht weil er nicht kann oder weil er nicht lernen wird, sondern wegen den Leuten, wegen den Fans. Das kann echt böse enden dann. Wenn da so eine breite Masse dann auf den Server geklatscht kommt, nur weil da ein großer Streamer drauf ist. Ich glaube, dann wird die Erfahrung sehr, sehr, sehr schlecht sein. Für ihn. Zu groß für P, ja. Hallo Shorty. Und der Martini, danke für den Prime-Sub im 5. Und The Real Ketol, danke schön für den Prime 2. Aber dich habe ich schon vorgelesen, oder? Und Bretter Joe, danke schön für den 8. Resub. Seine Reichweite wird leider immer wieder im Weg stehen. Der Server, der gedient, ich glaube nicht, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass der gediedost wird, aber da wird auf jeden Fall eine heftige Welle kommen. Und einige davon werden auch draufkommen. Und dann geht's richtig ab. Dann sehe ich den doch eher so bei GVMP. Auch Monte wollte damals nicht die Zeit im EP reinstecken, er hatte Bock ab und zu mal reinzugucken. Das wird aber so gut nicht klappen, da viel zu viel jeden Tag passiert. Ja, du musst halt einen Server finden, wo du keinen, ich sag mal, Progress hast, ne? Wo du einloggen kannst und einfach spielen kannst, so. Fucker One. Bruder. Dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Würdest du das abwiegen wollen, ob bei Monte eher positiv oder negativ für den Server ist? Also der Typ an sich bestimmt positiv, weil er lustig ist. Aber das, was er mitbringt, eher negativ, glaube ich. Weißt du noch, als Daniel auf Fest gejoint ist, das war mega cringe, bei Monte würde es noch schlimmer sein. Aber Daniel hat auch absolut kompletten Fick drauf gegeben, Junge. Ich weiß das noch. Ich weiß dann noch, wie ich in den Support gegangen bin, weil die da oben nicht mehr wussten, was sie mit ihm tun sollen, Alter. Weil der einfach mit Handy durch den Fluss gerannt ist und so. Und dann wurde der in der JVA eingesperrt. Dann kam Support und hat mit dem gequatscht und so. Du bringst auch immer Negatives mit. Tue ich das? Wirklich? Und du müsstest halt RP Offstream machen und so spielen, da man nicht checkt, dass er es ist, aber dann hat er es wahrscheinlich auch keinen Spaß mehr. Naja, der will er dir auch zeigen, ne? Das macht dir auch Spaß, dazu zeigen. Guck mal, das ist selbst so groß, dass wir drüber reden oder dass die ganze Szene irgendwie drüber redet. Dass alle sagen, ja, wo wird der spielen? Und oh. Ich glaube, der ist einfach zu groß dafür, leider. Es müsste so ein deutsches Gegenstück zu NoPixel geben. Wirklich so ein sexy 5M-Server, wo halt große Streamer aufeinandertreffen. Wo richtig aussortiert wird, so. Wo gar nichts draufkommt, Alter. Na, mach auf den Lachs. Nee. Das kann ich allein nicht stemmen. Wenn, dann müsst ihr Offstream spielen. Die Leute kriegen das so oder so mit, wo der drauf ist. Ob der Offstream spielt oder Onstream. Müsste so einen deutschen 5M-Server geben, wie NoPixel. Gibt's aber leider nicht.
Streamer-Exklusiv-Server. Ja, aber anders kannst du halt nicht machen, Ivan. Das wird genauso enden wie Rust, danach teilen sich alle wieder. Wahrscheinlich schon, ne? So in der deutschen Szene. Wahrscheinlich schon, ja. Der müsste ja komplett undercover Kickbox-mäßig ins Teamspeak gehen mit Stimmverzerrer, mit alles, Alter. Und müsste sich wie ein ganz normaler Mensch so whitelisten lassen. Müsste sich die Regeln reinballern und ich glaube, dafür hat er keine Zeit. Das ist schon anstrengend. Ja, nicht anstrengend, aber... Was sagst du, ist der beste deutsche RP-Server im Moment? Boah, Bruder. Keine Ahnung. Es gibt keinen besten, weil jeder Server unterschiedlich ist. Die einen Server werben mit Hardcore-RP, die anderen Neo Midcore oder Softcore. Die anderen sagen, jo, wir sind GTA Online. Sind da nicht alle Server gleich, jeder hat so eine andere Dings. Kann man nicht sagen. Was geht, gehört, dass ich ja Beutels auf State 4 gemacht. Da redet jeder Zweite wie du. Boah, du spielst echt auf, also nichts gegen State V, ne? Aber Jonas, ich hoffe, du weißt, dass das so ein Dings ist. Farm-Server. Sektor G für MP, life is best. Jeder Server hat seine Vor- und Nachteile, stimmt. Hallo Göttli, hallo an alle. Was geht? Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Man kann doch nicht sagen, wer ist der beste RPler und so. State 5, nicht 5M, ne, State 5 ist auf Alt-V gewechselt. Was hältst du von dem Survival-Server? The Collapse, meinst du? Ja, die Idee gab es ja schon mal, ne? Da hat ja damals, ich glaube, Tama oder so die Idee. Weiß nicht, wenn ich so eine Art, es ist cool, dass es im GTA-Universum gibt. Aber wenn ich die Art von Spielen spielen möchte, dann würde ich eher auf DayZ zurückgehen. Lieber. Hab aber auch nicht viel geguckt, um ehrlich zu sein. Ich habe die Trailer und so geguckt. Und Ranzratte, glaube ich, habe ich mal zugeguckt. Wer rennt da noch rum? Juri habe ich geguckt. Also GVMP stürzt ja fast jeden Tag ab, sieht man bei den Streamern. Da sind aber auch 900 Leute aktiv drauf oder so, ne? Darf man nicht unterschätzen. Doch, du bist der Beste. Ne. Ich bin auch nicht der Beste, bei mir kickt das auch rein. Bei mir kickt das echt auch rein. Mr. Mad Season, vielen lieben Dank für die 5 Gifte Zaps, Mann. An den Felix, an Bastigal, an Baloo, an den Janis und Directs. Merci. Wie bist du eigentlich zu Unity gekommen? Ich habe da den einen Jahr Deutsch gefahren. Ich habe vorher auf Nifty gespielt bisher mit dem Vater und so. Mit dem Onkel. Ich habe mir das auch gar nicht bei Twitch angeguckt und so, weil ich Distanz davon haben wollte, einfach mal um den Kopf da frei zu kriegen, weil das schon recht reingeschippert hat. Und dann habe ich das so ein bisschen beobachtet. Und dann habe ich gesehen, ja, Stay zockt da. Dann habe ich mit Stay gequatscht. Dann habe ich den gefragt, ja, was sagst du Unity? Weil er beobachtet ja, oder hat das auch immer kritisch beobachtet, ne? Und der sagt, ich fühle mich da extrem wohl. Da habe ich gesagt, jo. Ich guck mir den Daumen an. Was geht ab, Let's Play? Und dann bin ich da geblieben. Hallo, Norius. Ja, wo ist der Oma? Die Oma ist hier, glaube ich. Die Gruppe ist halt geil. Welche Gruppe, zack? Du tust nichts Unüberlegtes, wenn die Situation mal kritisch wird. Du hast gesunden Menschenverstand und das mag ich. Ja, aber ich mache auch Fehler, ne? Du hast Vater an seinem Vagus-RP nicht gesehen, da hast du was verpasst auf Unity. Doch, ich habe einmal einen Clip gesehen, wo so ein Typ rumgeschrien hat, von wegen, ja, dann überfall mich doch. Da hat der Vater den Brett gegeben. Hast du vor, auf Sektor zu wechseln? Nee. Ich wollte da mal vorbeigucken, weil ich da Junkie Park-RP als tot erklärt habe für mich selber. Vor Peanut und so. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil das irgendwie so, weil ich nicht wollte, dass das so rüberkommt, als würde ich Stay hinterherren. Und mich da irgendwie in seine Bubble reinzwängen oder so. Hatte ich keine Lust.
Und dann habe ich halt Big Peanut ausgepackt. Ein paar Wochen später. Außerdem wäre Sekt auch nichts für die Jungs gewesen, bin ich ganz ehrlich. Glaube ich. Moin, ich will morgen Pizza machen. Helf mir mal, was ich als Belag nehmen soll. Spinat. Also du mit deinem Charakter Peanut ist wirklich das Beste, was man bei Twitch sehen kann. Da muss man dich für loben und lieben. Dankeschön, das ist nett. Danjo kommt gut klar. Danjo ist aber nur auf Sektor, weil der auf Mission aus dem MD rausgepowert wurde des Todes. Danjo wird da nicht lange bleiben. Das ist einfach nur so ein Sidekick. Wie meinst du nicht zu dir gewesen? Ja, soweit ich weiß, ist Sektor doch ein Hardcore-RP-Server, oder? Also so richtig, richtig Hardcore. So quasi wie Altonet damals. Und die sind ja eher... Die Jungs sind ja eher so... Ne, ihr wisst ja, wie die sind. Ja, semi-Hardcore. Sektors Hardcore-RP, ja, siehst du, der eine sagt semi-Hardcore, der andere sagt Hardcore. Die versuchen schon sehr realistisch zu sein, ähnlich wie Lucky. Five. Sektor will, glaube ich, Hardcore sein, aber die Spieler sehen das zum Teil anders. Die Leute machen das RP-Level, das stimmt. Wie Alternate, da gab es vorhin den guten Clip von Herrn Kusch. Warte, was habe ich schon wieder gemacht? Lucky Five ist Hardcore. Man darf nicht über Rot fahren und die Geschwindigkeit beachten und so weiter. Echt real. Du musst halt auch die Leute auf dem Server dafür haben. Weil Hardcore an sich ist echt... Die einen mögen es, ne? Die anderen nicht. Die anderen stehen so auf... Kicken und Action. Du brauchst halt die Leute dafür auch, um richtig coole Storys und so hinzukriegen. Gibt es noch jemanden, der im Park aktiv spielt? Ja, der Jack ist ja immer wieder unterwegs. Sonst weiß ich gar nicht. Ich glaube, der Harry und so noch ein bisschen. Da rennen auf jeden Fall noch welche rum. Einfach mal Cop-RP auf Sektor unter Harris machen. Nee, auf gar keinen Fall mache ich Cop-RP. Auf geht's, No Pixel Germany. Ja, Edel, let's go, bestell Server. Fang schon mal an zu deffen. Sag Bescheid, wenn fertig ist. Lass wieder RP machen. Hä, bist du doof? Du warst doch auf Unity. Wo bist du hin verschwunden? Ich fand deinen Charakter gut. Den Opa Dunni. Sag Bescheid. Ach Mann, nein, niemals. Ich bin auf Unity glücklich. Wenn ich das irgendwann nicht mehr sein sollte, dann werden wir sehen, was passiert. KW ist eine eigene Klasse für sich. Gibt's KW noch? Weiß ich gar nicht. War sehr viel Content heute vom Herr Kusch bei denen. Oma Sandra. Wie, hat der Oma gestreamt oder was? Weedy MacPod, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen. Und Multipass, danke für den V7.9. Und Ludi, danke für den V7.7. Und Herr Kusch, Tag zurück. Und Needcrash, danke schön für Prime im 8. Ich bin am Start, wenn du Crush brauchst. Sag Bescheid. Auch Server geht wieder. Mach's gut. Können wir ja gleich in die Pommes gehen. Ich muss den Rasenmäher heute holen, Alter. Nee, bei RP-Update? Nee, bei RP-Update. Bei RP-Update gab es was? Content von mir? Ja? Cool. Ach so, Classics. Ach ja, die haben wir. Ja, jetzt weiß ich. Die streamen ja so und gucken sich manchmal so Clips an und so, ne? Jetzt weiß ich, was ihr meint. Schlo ist halt KW eigentlich am Leben. Schlo ist, ach so, hält KW eigentlich am Leben. Kussi Eis und Rexi, Dankeschön für die Wisdom 14. Auch von der Creature. Hallo Diamond Blue.
Von Nisse war doch der Freund von Herbert Nord, IC. Ja, damals, zur Gitter-Live-Zeiten. Warum auch immer ich das noch weiß. Tagsam! Fehlercode 69. Das haben die gezeigt heute? Das ist schon uralt. Da gibt es da schon wieder viel bessere Kicks. Wie ist denn das mit Pinsel SSD? Ist es ja wohl nicht, oder was? Keine Ahnung. Der war gestern nicht da, der hat mir auch nichts gesagt. Der hat mir gestern nur geschrieben, dass der gerade aufgestanden ist, so um 18 Uhr, weil er denkt, er wird krank. Sonst habe ich noch nicht mit dem gequatscht. Und der hat gefragt, ob ich mal Bock habe, mit anderes zu zocken. Vielleicht zocken, habe ich ja gestern, glaube ich, schon gesagt, ne? Mal wieder so eine Runde Geister abends. Mal gucken. Ist KW nicht eigentlich der Server, der eigentlich nur um den Streamer Schlo und Tinker gebaut wurde? Weiß ich nicht. Ich war einmal auf KW. Da war alles normal. Wie jeder andere Server auch. Keine Ahnung, Bruder. Grüße! Mit Pinsel und Mila Geister, auf geht's. Ja, Mann, Alter. Aber ich hab Angst. Heute Altes, heute gehen wir in Armer Pommes, Junge. Let's go, Kavala Marktplatz. Das ist aber auch schon 3 Jahre her, als ich auf KW war, den einen Tag. Ach, Bruder, ich krieg doch nicht so mit, so, wenn meine Jungs mir irgendwas erzählen oder ich das selbst irgendwo ein bisschen entdecke, weil ich da irgendwo am Reinlucken bin. Ich hab doch keine Ahnung. Ich sehe Sektor halt Stay und Harris im PD. Und der Typ kommt online, Alter, und krempelt alles um so. Der steckt sofort in seine PD-Rolle auf. Ist einfach zugeschnitten auf den. So, der kriegt selbst einen, der wird wahrscheinlich selbst einen Dungeon in den Griff kriegen, Alter, ohne Probleme. Tatsache. Was gibt es noch? Sonst sehe ich da eigentlich nichts anderes. Hab ein Jahr keine RP mehr geschaut, weil mir alles zu ernst wurde, aber dein Charme Twink ist der Hammer, danke. Macht Laune zuzuschauen. Dankeschön, Torres. Ist halt echt, echt Dings, ne? Es geht vielleicht manchmal ein bisschen zu weit, weil er dann kickt im Kopf. Aber ich versuche immer sehr doll drauf zu achten. Ist halt so eine Sache, weil die mal in der Projektleitung waren oder erich mich. Wer denn, Kerem? Auf KW? Das ist doch deren Server, oder? Oh mein Gott, Tatsache, der Typ killt mich, da hat das Danjo. Ne, gerade ist so geil, lache mich mal tot. Mila hat mich gestern getötet mit dem rülpsten Ding, Alter. Ja, aber streng gesehen gab es bislang nur eine funktionierende Polizei und die war in der Leitung von Stay. Mir ist kein anderer Server bekannt, die es geschafft haben. Unter Greif lief das PD auch, aber Greif wurde ja ausgebildet, ne, von ihm. Ja, so das, was man öffentlich gesehen hat, würde ich auch unterstreichen. War halt auch eine gewisse Grundautorität da, ne? Den hat man nicht einfach so hops genommen. Oder versucht zu verarschen. Weil der kam. Immer wieder. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir damals auf Alternet, als wir den Stress haben mit den Cops, als wir uns in der Höhle versteckt haben, ne, Alter? Wenn ich da, oh mein Gott, Junge. Dass wir damals abgehauen sind, weil wir Angst hatten, was heißt Angst? Weil wir keinen Bock hatten, so verhaftet zu werden von den Bullen. Und dass wir da unten am Hafen standen und ich da gesagt habe, das weiß ich heute noch, Alter. Dass ich da stand und meinte irgendwie, ja, wenn die so machen, reisen wir aus, Alter. Junge, was habe ich ja eigentlich für einen Scheiß gelabert? Das werde ich mir wahrscheinlich in 2-3 Jahren auch denken über das RP, was ich jetzt gerade mache. Aber holy fuck, Junge. Ja, war lustig. Ich bin ehrlich, die Parkjungs sind PD-Uff, die machen Gang-RP zu. Weißt du, Series, tatsächlich sind 2 davon auf Mission drinne und die fühlen das richtig. Finn und Bademeister sind auf Mission im PD drinne. Und die gehen da auch richtig auf, soweit ich das sehe. Weil die einfach die Gangs zu zweit schon in Schach halten können. Jo. Warte mal, ich guck mal, ob ich den... Moment, ich guck mal, ob ich den Leon irgendwo wisch.
Ich muss euch mal einen Clip zeigen. Wenn ich da jetzt rankomme, ich habe den leider nicht gespeichert. Jack wollte ja auf Unity ins PD. Tatsächlich wollte der ja. Aber da wurde gesagt, soweit ich das verstanden habe, aber OOC, dass die Verbindung zum Park noch zu frisch ist. Der muss irgendwie nochmal 3 Monate warten. Der wird aber irgendwo anders hingehen oder so. Aber ja, Jack ist ja auch eigentlich Cop, ne? Der war ja, war der nicht damals auch mit Dings im, auf Alternate Classic? Stokes hieß der doch, oder? Der war doch sogar Assistant Chief. Oder? Doch. Ja, ja. Der ist ja eigentlich auch Cop. Selbst Vater war da Cop. Ja, selbst Ing war Cop auf Alternate Classic, ich weiß. Ich erinnere mich auch noch an einen Clip, wo der eine Typ, irgendein Typ da beim Lost MC ist da die Straße runtergerannt. Der wollte flüchten vor der Polizei. Der Ing hält so rechts an dem ran und sagt so, ja komm Bruder, steig ein. Und der Typ, der flüchtet, denkt so, Jackpot, Alter, weg sind wir. Und dann sagt der Ing einfach so, jo, sie sind festgenommen. Alter, der hat einfach so Hobbs genommen. Einfach des Todes gefickt. Das hat er 2-mal gemacht. Ich kenne nur einmal. Aber das war schon Game Over. Gang EP ist immer sehr eingeschränkt. Das, was du machst, hat Auswirkungen auf deine Gruppe und du bist dann halt schon verbrannt und meistens erlaubt, dir ist halt nicht viel zu machen. Taurus, ich nicht, Da Vinci, aber der ist aber jetzt 1 Monat nicht am Start. Gib mir mal kurz 30 Sekunden Chat. Moment. Wollt ihr mal den Bademeister sehen als Cop? Wollt ihr sehen? Ja oder nee? Also das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, sowas. So aus Cop-Sicht. Ja? Okay, dann guckt euch mal Bademeister-Clip an. Der als Cop gegen eine Gang. Die sind übrigens zu zweit nur im Krankenhaus, ne? Also 2 Cops. Und da kommen so 6, 7 Gangler rein. Müsst ihr euch mal reinziehen. Auch wieder Hack by Zoe. Sieht man nur ganz klar. Und das ist ja nicht nur Leon so, also Bademeister so, der Finn ist ja auch noch dabei, Alter. Junge, Alter. Die holen sich die Autorität halt über sowas. So macht keine Faxen. So, kommt dran, Alter. So, wir haben keine Angst vor euch. Unser PD wird nicht durch Stadt gejagt. Wo ist da die Low-Sense? Low-Sense in GTA, Bruder. Da geht echt gut rein, Junge, Alter. Der hat einfach aufgeräumt. Und das ist einfach ein purer Clip. Alle anderen würden wieder sagen, ha, der hackt, guck mal da. Oder in anderen Clips würde man sagen, ha, der hackt. Dann guck dir mal einfach die Rohfassung von dem Clip an. Siehst du, dass da alles legit ist, Junge. Seitdem macht kaum noch einer Faxen. Ja, glaube ich, würde auch keine Faxen machen. Allein überlegt mal auf Homestead, als wir auf Homestead gespielt haben mit der G-Unit so. OC, so im Hintergrund wusstest du, da ist Kuba und Kuba seine Jungs, die haben vorher Gang gespielt und die können was. Alter, und wenn die am Start waren, wusstest du, du kannst rennen gehen. Weil das sind nicht diese Straßenpolizisten. Na klar ist das dumm, wenn man sich darauf definiert. Ja, ich bin gut in GTA am Aim und so ein Kack. Aber die Polizei braucht trotzdem auch solche Leute. Wenigstens ein paar. So, damit die sich dagegen wehren können. Damit die sich gegen diese Kack-Gangs wehren können, Alter, die absolut von rechts pushen und alles wegficken. Die brauchen selber so eine interne Gang. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, wegen diesem Konzept, wie auf Homestead das war mit der Gang-Unit. Die Polizei braucht eine eigene Gang, Alter. Ich fand das gut. Was geht ab, Nate? Knisterst online. Ha, Bruder. Ich mag Pinsel und ich support Pinsel auch gern. Aber so macht man leider nicht. Ja, die Gang Unit war nice. Und jetzt imagine, du hast als Polizist oder als Chief, als verdammt guter Chief im RP, solche Jungs noch unter dir, die du noch formen kannst, so was das Cop-RP betrifft?
ne? Und die du dann auch unter Kontrolle hast. Wo du sagen könntest, yo, Gang X oder da, da müssen wir jetzt hin. Wir müssen einen rausholen, der muss verhaftet werden. Und dann kommen solche Knallerkops da an. Vielleicht können die nicht so gut reden. Vielleicht können die nicht so gutes Cop-RP machen. Aber das ist dann der Aufräumtrupp. Das wäre halt... Eieiei. Nach Peanut kommt auf jeden Fall mal ein Cop. Ich sehe mich da bei der CTF. Aber weit weg vom Akten-RP. Was war mit Pinsel? Ich habe gesagt, dass ich Pinsel gerne supporte, so, aber dass ich das nicht hier gerne sehe, werden einfach Leute in den Chat kommen und sagen, yo, Streamer X ist online. Soon. Ja, noch ist Big Peanut nicht durchgespielt. Wir haben einiges vor. Oder ich hoffe, dass da noch einiges passieren wird. Und wenn keine eigene Gang, dann Granatwerfer, ja. Die PD-Gang sollte bloß am Ende nicht zu selber zu Gang werden, sonst war es das fürs PD. Nee, nee, nee. Du brauchst halt einen richtig guten Chief dafür, der die Jungs unter Kontrolle hat. Wie so eine Vaterfigur. Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich daran denke. Wie halt so einen Old OG, Mann, nur als Cop. Ah, ich bin schon wieder am Träumen, ey, ohne Witz. Oh, Arschmeier, Bruder, dankeschön für den Prime-Zweiten. Wollte nur kurz den Prime da lassen, merci. Ich hoffe, dir geht's gut, Habibi. Fischer? Ja, Fischer ist eine Vaterfigur, aber ich glaube, Fischer könnte solche Leute nicht zügeln. Du hast viele verschiedene Persönlichkeiten. Aber sollen wir mal zum Arzt? Warum habe ich viele verschiedene Persönlichkeiten? Sollen wir, was soll das denn? Ja, ja, du musst, na klar, Andi, du musst die kontrollieren können. Kuba, ich habe gesagt, dass ich auf Homestead eure G-Unit gut fand, weil die Gangs davor Respekt hatten. Und die genau wussten, ja, wir haben Scheiße gebaut und wenn die anrücken, so, dann können wir rennen gehen. Anstatt hinzulaufen, auf dem Polizeiauto rumzutanzen und so, ne? Weißt du, was ich meine? Ich finde es so schade, wenn Cops aus dem RP den Gangs oder ähnlichen Gruppierungen helfen und so. Ich glaube, die meisten Cops helfen irgendwelchen Gangs oder haben Kontakt zu denen, weil die ihre Informationen daraus ziehen möchten. Leider funktioniert das so nicht. Wie die das machen. Oder die meisten Cops geben auch einfach auch zu viel Preis. Und sind dann am Ende sogar befreundet mit irgendwelchen Gangs. Das ist dazu, was ich gesehen habe. Wobei Ty sich auch echt die Mühe gibt, die Balance zu halten. Boah, ich kann Fischer schwer einschätzen. Bleibt Peanut denn so, oder wird er erstmal trainieren mit Twinkie? Goldberg, meinst du so, als dass Peanut irgendwie abnimmt, so im RP oder so? Der bleibt für immer so. Dungeon Washington ist jetzt bei Roger Harris. Haha, Tatsache. I know. Ja, Unity hat extrem viele Polizisten abends online. Zumindest wenn Ty da ist. Fischer hat auch manchmal ein paar Kicker drin, ja. Aber ich glaube, Fischer, so wie ich das sehe, Unity so, der ist ja auch gar nicht der ist ja Assistant Chief nur, ne? Ich glaube auch, dass der gar nicht so ein krasser Cop sein will, so. Der viel regiert und viel navigiert und so. Der lässt die Leute auch einfach schwimmen und sich selbst entwickeln und so. Hooks, wer ist Hooks? Hooks ist Chief, ich kenne keinen Hooks. Hab ich noch nie gehört. Hab ich noch nicht kennengelernt. Clendans, danke schon für den Prime-Sub im 35. Monat. Ist nicht schlimm, dass du neu bist. Nicht jeder kann im Kreis, kann Kreis-RP. Was ist ein Kreis-RP? Ich hoffe, dass ich das noch lerne. Dankeschön. Und Chaos for Fail, danke für den Prime 33. Merci. Ich gerade schon wieder seit 40 Minuten, ne? Wir machen jetzt Dings und dann geben wir eine Pommes. Hooks, eine Cop-Dame mit grünen Haaren. Boah, sagt mir gar nichts. Aber ich hatte eh nichts mit den Cops zu tun. Ich habe da wieder hinter den Kulissen gearbeitet. Und Finn und Max und Leon und so haben das da gemacht. Frau Hooks ist auch ein Real-Life-Cop. Ja. Genau wie die Dankes damals von die eine dann ein Sniper war aus der Bundeswehr. Oder aus der Army. Wo ist mein Sniper? 46 Abschüsse hatte sie. Ja, ich erinnere mich.
Die ist auch wieder da. Was mit dem Pen and Paper Project? Kommt dann noch was, oder wieder verworfen? Ist verworfen. Kannst du Lucky mal markieren. Wir haben leider keine Dings gefunden, wo wir alle zu uns zusammensetzen können. Das hat nicht funktioniert. Das Ding ist, was ich halt in 3 Jahren RP gelernt habe, ist, dass der größte der RP-Spieler sehr egoistisch sind. Finde sie einen Vorteil für sich, dann nutzen sie ihn. Daher gibt es halt auch so oft und so viele Korruption. Herzlich willkommen im deutschen RP. Und Fischer hat nur die Position, damit er mit der sie alles rausnehmen kann, ist zumindest meine Meinung. Er schreibt nie Akten, nichts, um Leute zusammenzuscheißen. Im Prinzip kann er machen, was er will, ne? Er ist Gott. Aber um ehrlich zu sein, habe ich auch keine Ahnung von dem Polizeisystem of Unity so wirklich. Ich kriege auch immer nur so stückweise mit. Hab gedacht, deutsches RP ist Gambo. Ja, das noch dazu. Gambo ist Darknets des RP. Das ist so die Schattenseite. Guten Abend, Egel. Pinsel ist da zum Glück anders, der lässt die anderen oft gewinnen. Pinsel erinnert mich voll an Bakwa von GTA Live. Der damals mit dem, wie hieß der Typ, man, das war auch eine Meme. Der war später auch beim PD, da gab es eine Meme über den. Bakwa hatte damals zu GTA Live-Zeiten 2 Kumpels, mit denen er immer losgezogen ist. Und die haben Shops ausgeraubt oder Menschen überfallen und so. Und die haben immer verloren. Und die, ja genau, fucking Webber. Lucky, genau. Der ist immer mit dem Webber und so losgezogen und die haben immer verloren. Und die hatten Spaß daran und so ist Pinsel auch. Scheiß auf Gewinn. Ach, das ist auch so einer. Ja, scheiß drauf. Mit zu machen kannst du nicht mal gewinnen. Für eine Gang ist das natürlich schwer, ne? Du hast da 20 Leute unter dir, wenn du eine anführst und. Und die provozieren sich auch alle gegenseitig so mit einer anderen Gang und das ist dann schwer zurückzustecken. Mr. Realbeat, dankeschön für den Prime im 6. Bin immer noch hier, wirst mich nicht los wie Fußpilz. Aber Fußpilz kann man loswerden. Trotzdem dankeschön. Mir geht's gut, Teddy, ich hoffe dir auch. Ach ja, Duftkerze. Im Großen und Ganzen kommt er nur darauf an, ob man Spaß hat oder nicht. Aber wenn man fucking Gang-RP zockt und man da keinen Spaß hat, sollte man den Charakter einfach rippen und was anderes spielen. Glaub mir, lohnt sich. Das habe ich ja auch erst gelernt nach. Naja, stimmt nicht, mit Cody hatte ich auch voll Spaß. Nur wir mussten uns am Ende dann entscheiden, jo, entweder Gang oder Cop. Weil wir das System auf dem Server geändert haben. Ich glaube, ich mache jetzt die Shisha an. Gib dir Softpack, können. Viel Spaß. Was ist deine Meinung dazu, dass auf Unity aktuell viele Cops Langwaffen tragen und das damit einigen Crimer schwierig machen? Warum haben die Crimler dadurch schwierig? Die Crimler haben genauso viele Langwaffen wie die Cops auch. Die packen die nur nicht aus, Zenkori. Glaub mir, Bomb, Grove und so, die haben Langwaffen as fuck. Richtig viele. Auf jeden Fall so viele, dass das reicht. Die werden nur nicht ausgepackt, weil erstens selten und zweitens extrem teuer. Hallo, was geht ab, Seamaster? Kannst du dich noch an GTA Live erinnern, wo ihr einen neuen bei den Ballers anrufen lassen habt? Ja, ja, wo wir den rübergeschickt haben und dann hat der auf Fresse bekommen. Genau das, was Teddy sagt. Für den Cop tut es. Ja, doch. Ich glaube, wenn du deine SMG verlierst auf Unity, Junge, dann wirst du richtig zusammengeschrieben vom Fischer. Ich glaube, da wirst du sogar suspendiert und so eine Kacke. Aber keine Ahnung, ob du das gesehen hast bei Frank, wo sie das PD gestört haben, mit der, dass sie in 2 Minuten beendet hat. Ja, ist doch richtig so. Du, Bruder, du gehst als Mafia oder Gang oder whatever, gehst du kein PD stürmen. Und vor allem wunderst du dich dann noch nicht, dass nach 2 Minuten die Sache erledigt ist, wenn du ein PD stürmst. Weil das, auch wenn das kein Hardcore-Server ist, das machst du nicht.
Wie, da darf man sich nicht drüber wundern, da die hinter der Tür stehen mit SMGs und mit Shotguns und alles wegknattern. Ist richtig so. Du gehst kein PD überfallen, Alter. Machst du nicht. Digga, absolut richtig so, dass das in 2 Minuten vorbei ist, klar. Weil dann eine Minute hätte halt vorbei sein müssen. Das ist auch, genau, Jax, das ist absoluter Selbstmord. Kannst du nicht machen. Teil würde das aber auch mal feiern, wenn ihm ein normaler Kopf mal die Ansage macht. Wird sich nur keiner trauen wahrscheinlich. Für was haben die dann eine Asservatenkammer? Ach so, das heißt also, du musst ein PD stürmen, damit du die Asservatenkammer hops nehmen kannst. Du kannst den Cops keine Falle stellen, dass der PD einfach leer ist und da vielleicht nur 2 sind, damit du das vernünftig überfallen kannst. So. Du stürmst da rein, wenn da 40 Cops drin sind. Und selbst wenn es das Feature gibt, was es ja gibt, dass du die Asservatenkammer überfallen kannst, musst du trotzdem damit rechnen, dass du Gegenwehr hast. Sollte man vielleicht vorher abschätzen, ob sich das lohnt, da reinzurennen. Was du dabei als jede Gang damals in Paleto war, sich da gescheppert haben und wir von der Cover unten rein sind? Ne. Ich würde es mal fühlen, wenn jemand das PD raidet und dann die Armee mit Jets alle bombardiert. Es gibt auch Situationen im RP, wo eine Gang so übertreibt, selbst wir als Park so, ne, manchmal übertrieben haben. Wo es eigentlich schon angebracht wäre, dass ein Panzer angerollt kommt, Alter, bin ich ganz ehrlich. Deshalb fühle ich ja heute noch die Situation damals mit dem Granatwerfer, Alter. Na klar, hat man sich vielleicht irgendwo aufgeregt. Ich mich auch über meine eigene Dummheit, so weil ich den Hash der Waffe vertauscht habe. Aber, jo, ist halt so. Manchmal musst du reinhalten. Manchmal, ja. Eggel, vielen lieben Dank für weitere 5 Gifte-Zaps, Mann. Dankeschön. Echt vielen lieben Dank. Und Joki, Dankeschön für den Reset im 2. Wir gehen jetzt in Permes. Für mehr Panzer. Wenn das so schlimm auf einem Server ist mit Gangs, würde ich die Cops komplett aufrüsten. Egal, ob alle schreien, Miro, Kopfstart, Kopfstart. Aber beide Seiten nehmen sich nicht viel, ich weiß das. Mit Caio Perico eigentlich Affinity nur anders bespielt als nur durch dieses Party da. Hab dann einen nice Ansatz auf einem anderen Projekt gesehen. Da war das sowas wie ein Rebellengebiet in Arma. Soweit ich weiß nicht. Das ist die Insel von Yuri, damit er sich da zurückziehen kann und für Events gedacht. Aber kann sein, dass sich das noch verändert. Der hat sich damals sicher auch gewundert, warum da Granaten rauskommen. Kein Tränengas, klar. Der hat ja auch nur 2-3 Mal geschossen, bis er dann wirklich gecheckt hat, Alter. Und dann hat er ja gar nicht mehr damit rumgeballert. Da bin ich ja noch von links gepusht, weil ich das noch nicht wusste. Da hat er mir noch in den Rücken geschossen, Alter, weiß bis heute noch. Das Gute daran war aber, die sind einfach mit 5 oder 6 Cops nur in die dahin gestürmt. Weil einfach ein Fick gegeben wurde. So, halt die Klappe, VOD. An, wo ist Steam? Hier ist Steam. Zack. Zack. Von links war halt der Fehler, das stimmt. Kühlschrank ist immer offen. Wann treffen Kavala Marktplatz? Wann MD-Raid? OG befreien. Selbst das war rückblickend betrachtet eigentlich ein Krankenhausstürm, Alter. Ich weiß noch, wie Salty auch von links gepusht ist und gesagt hat, fick dich, Albrecht! Und die ihn weggescheppert hat, Alter. Ja, ja. Wir haben viel Scheiße gebaut. Wir haben echt oft auch übertrieben. Pat, vielen lieben Dank für den Gift-Zap an
One Toby. Dankeschön. Danke, danke. Und Sirp 26 und die 12. Danke für den Prime Pass. Nur ein bisschen over the top. Nee, Lucky, wir haben schon. Oh doch. Aber ich sag ja, ne, jeder macht Fehler und keiner ist fehlerfrei. Rachel. Hast du deinen Namen geändert? Und hallo, was geht ab? Oder bist du nicht Rachel TV? Und Jeff gesagt hat, dass niemand was passiert. Ihr wollt nur ihn. Krass, das erste Mal jemand richtig ausgesprochen. Wurde einfach gebannt. Warum das denn? Echt jetzt? Eigentlich kriegst du da immer eine E-Mail. Chat, Chat, was geht? Stand einfach Konto wurde gesperrt. Ist das ja kein Grund? Oh shit. Oh shit. Here we go again. Here we go again. Edgar, vielen Dank für $420 für Tinkpäckchen. Mit dem Text Tinkpäckchen. Dankeschön, Edgar. Vielen Dank, Mann. Wie er spricht den Namen auch richtig aus? Ja, Chris Anthem, tu ich. Hätten ruhig weiter talken können. Ah, Bruder, das Problem bei mir ist, wenn ich darüber anfange zu reden, dann ich quatsch so viel, das ist voll mein Element. Und meistens oder sehr oft widerspreche ich mir auch irgendwo irgendwie und laber auch viel Unsinn. Und manchmal kommen die Dinge, die ich eigentlich sagen wollen würde, auch falsch rüber. Weil ich will mich nicht hier hinstellen, als wäre ich der Krasseste und hätte nie Fehler gemacht, so. Und wenn ich sage, yo, die machen Kack oder ich würde das so oder so machen, so meine ich auch mich. Ich habe auch oft genug Scheiße gebaut. Und bin auch nicht allwissend.